Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, Ihnen das Neueste aus Absurdistan präsentieren zu können. Und es haben sich zwei Deutsche hier hervorgetan bei diesen Neuigkeiten. Olaf Scholz, Kanzlerkandidat, und Isabel Schnabel, EZB-Mitglied, auch im Direktorium der EZB. Und die haben so hanebüchene Sachen gesagt, dass ich nicht umhin kann, diese Sendung Neuestes aus Absurdistan zu bezeichnen. Schauen wir uns die einzelnen Dinge an. Gestern das Triad, Sie haben es vielleicht gesehen. Und da war nach einer guten Stunde die Aussage von Olaf Scholz besonders pikant, dass das deutsche Rentensystem doch super stabil sei, gesund sei und dass die CDU zum Beispiel doch endlich mal denjenigen eine Garantie auf Rente geben solle, die jetzt mit 18, 19, 20 Jahren in den Beruf einsteigen. Nun, wenn man sich das Ganze mal anschaut, im Jahr 2020 hat die deutsche Rentenversicherung ein Minus von 75 Milliarden Euro produziert. Das wird gegenfinanziert durch Steuergelder, die dann praktisch zum Ausgleich da reingepumpt werden. Mithin werden also 75 Milliarden Euro mehr an Rentengeldern ausgezahlt, als durch Arbeitnehmer an Rentenbeiträgen eingenommen werden. Diese Lücke muss gefüllt werden und diese Lücke wird immer ungünstiger, weil es bald ja immer weniger Arbeitende und immer mehr Rentner geben wird durch den demografischen Wandel und die Verkreisung in Deutschland. Wie jemand allen Ernstes als Kanzlerkandidat so etwas sagen kann und niemand regt sich auf, niemand sagt, sag mal Olaf, was redest du da für einen absoluten Bullshit? Willst du uns veräppeln? Das gibt es doch nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Laschet hat zumindest versucht, hier die Unseriösität dieser Aussage mal klar rauszustreichen. So ganz gelungen ist es ihm nicht, aber es ist schon ein echtes Trauerspiel. Und dann kam heute Frau Schnabel von der Bundesbank, EZB, Direktoriumsmitglied, wie gesagt. Und die hat so ein bisschen aus der Fantasiewelt der Notenbanker erzählt, wie sie sich die Welt so erträumen. Also die Inflation, die ist vorübergehend und deswegen dürfe man jetzt noch nicht die ultralaxe Geldpolitik zurückfahren. Denn das macht ja gar keinen Sinn, wenn die Inflation dann schon bald wieder vorbei ist. Und dann hat sie den Satz gesagt, den ich hier auf Englisch mal dargestellt habe. Es gibt die Übersetzung auch auf Deutsch. Eine voreilige Straffung der Geldpolitik wäre verfrüht und könnte die Erholung, die wir derzeit sehen, dann praktisch zerstören. Und das wäre doch gerade für diejenigen besonders schädlich, die jetzt unter der hohen Inflation leiden. Insofern sei doch die Inflation eigentlich eine gute Nachricht. Da muss ich nachdenken über diesen Satz. Also das ist schon geniale Dialektik. Also diese Frau, die Nobelpreis. Das ist ja, auf diesen Zusammenhang ist noch keiner gekommen. Inflation ist eine gute Nachricht, gell, weil es halt so ist, ne? Und weil man sich so schön erträumt. Schauen wir uns mal die Realität an. Aber die Realität, die sieht zunächst mal so aus, dass Frau Schnabel ja irgendwie wie so mancher Fett-Notenbanker, zum Beispiel der Jeromy Paul oder auch Kaplan oder Rosengren oder wie sie alle heißen, ja fleißig an den Aktienmärkten aktiv ist, gell? Und vielleicht geht es da gar nicht so sehr um die Wirtschaft, weil die Anleihekäufe der EZB bringen der Wirtschaft ja praktisch gar nichts, sondern mehr den Finanzmärkten, und den Finanzmärkten tut sie Gutes. Sie hat zum Beispiel Apple, Amazon, Alphabet im Depot, Facebook, Snap, Spotify, TeamViewer aus Deutschland, Alibaba hat es, gell, das war jetzt nicht so gut in letzter Zeit, und dann hat es noch BASF, Bayer, Fresenius, Daimler, gell, und da machst du doch kein Tapering. Na, da musst du weiter pumpen, Geld, zumindest solange du im Amt bist und deine Positionen noch laufen. Gell? Also vielleicht müsste sie mal sagen, also bevor wir Tapering betreiben, möchte ich aber die Gelegenheit haben, meine Position veräußert zu haben schon. Ne? Also großartiges, was Frau Isabel Schnabel da sagt. Und die EZB-Bilanz ist jetzt im August, Gott sei Dank, auch für die Wirtschaftserholung dann um 203,9 Milliarden Euro gestiegen. Im Juli waren es nur 110 Milliarden. Also die EZB, die geht richtig weiter all in. Gell, mit dem Tapering, das war ein Scherz, gell. Man wird jetzt ein bisschen weniger dann machen vielleicht, aber im März 2022 läuft das ganze PEP-Ding eh aus und dann verlängern wir das für 2 Jahre. Dann war das sozusagen Kurz-Tapering und dann Quantitative Easing hoch 5. In der Summe haben wir dann mehr Geld gedruckt als jemals zuvor, aber wir haben zwischendurch getapert. Ganz große Poesie. Also hier schauen wir mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, gell. Unangenehm, Frau Schnabel, aber vielleicht einmal die Nase reinstecken. Deutsche Großhandelspreise heute so stark gestiegen, oder heute die Meldung, so stark gestiegen wie seit 1974 nicht mehr.
temporary natürlich, gell? Dann schauen wir uns einmal an, unser Immobilienbläschen, was wir da aufgepumpt haben. Wir haben jetzt das Verhältnis zwischen Kaufpreisen und Mietpreisen noch nie so hoch gehabt wie heute. Das heißt, die Kaufpreise sind deutlich schneller gestiegen, nämlich um 40% schneller als die Mietpreise. Ein bekannter, guter Bekannter von mir, der hat jetzt ernsthaft überlegt, sich eine 120 Quadratmeter in Eimsbüttel, ein angesagter Stadtteil in Hamburg, für 1 Million Euro zu kaufen. Ich sage, bist du total außer Rand und Band? Aber gut, ja, manche wollen es so haben. Also das Verhältnis stimmt hinten und vorne nicht mehr. All das ist natürlich nicht nur die Folge deutscher Wohnungsbaupolitik, wie Marcello Fraccherino so wunderbar formuliert hat. Nein, es ist natürlich die Folge auch der Inflation von Assetpreisen insgesamt. Denn Käufer von Mehrfamilienhäusern zum Beispiel, die können ja solche Preise nur bezahlen, wenn sie dann die Chance haben, die Mieten anzuheben. Sonst würden sie dieses Investment nicht tätigen, also nicht diese Preise bezahlen, um es mal ganz klar zu sagen. Hier sehen wir also die praktischen Konsequenzen. Und diese Inflation, auch die Erzeugerpreisinflation, wir hatten ja jetzt am Freitag horrend hohe Erzeugerpreise aus den USA, die trifft vor allem die Developed Countries, also auf Deutsch gesagt uns, nennen Europa, Amerika. Und das liegt vor allem daran, weil die Emerging Markets oder die anderen halt die Sachen produzieren, die wo wir konsumieren, gell, wie Lothar Matthäus sagen würde, ne? Da konsumieren wir das, was der Asiate herstellt. Und der Asiate, der das herstellt, der hat es dann in der Regel auch noch, bevor er es vielleicht zu uns verschifft, eher nicht, gell. Und deswegen sehen wir, dass die Inputkosten für die westlichen Firmen deutlich stärker angestiegen sind. China First, ein Zufall, gell? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Jedenfalls sehen wir hier mal ein paar Beispiele, aktuelle Beispiele. From Zippers to Glass. Zippers sind Reißverschlüsse über Glas, Shortages of Basic Goods, Hobble US Economy. Die Frachtraten in den USA sind jetzt so stark gestiegen, um 26% zum Vorjahresmonat, wie seit 15 Jahren nicht mehr. All das ist temporary, obwohl uns diejenigen sagen, die in diesen Branchen arbeiten, das ist nicht so temporary, gell? Das wird mehr so permanently. Aber die Frau Schnabel weiß ja genau, gell, die kann ja in die Zukunft schauen und die hat ja auch praktisch alle Instrumente, um die Inflation zu steuern, gell, Zinsanhebungen. Gell, Frau Schnabel, dann heben wir mal den Zins auf 15% an und dann schauen wir nochmal später in das Aktienportfolio, was man selber hat. Gell, das wird bestimmt funktionieren. Schauen wir weiter, was haben wir da noch? Heute 3M, 3M. Wirklich eine große Firma in ganz vielen Bereichen, aber vor allem auch Autozulieferer oder im weitesten Sinne ein Lieferant von Teilen für das Auto. Hier sagt man, dass die Autoproduktion 6% fallen wird, dass die Inflation massiv höher ist, als man es selber jemals habe erwarten können im dritten Quartal und dass man Inflation outstrip price sehe, also dass die Inflation im Prinzip stärker gestiegen ist als die Preise, die man selber angehoben hat. Was wird jetzt 3M machen? Die werden natürlich die Preise anheben, wenn die Inflation nicht deutlich runterkommt. Mithin verstärkt sich dann die Inflation, aber gut, dass Frau Schnabel so genau weiß, was Firmen offenkundig nicht wissen, die direkt an der Basis sind. Schauen wir uns dann mal diesen Unterschied zwischen den Erzeugerpreisen und den Verbraucherpreisen an. Und derzeit sind die Erzeugerpreise ja deutlich höher als die Verbraucherpreise. Also der Anstieg der Erzeugerpreise ist deutlich höher als der Anstieg der Verbraucherpreise. Und das war dann auch immer ein Problem für die Märkte. Warum? Weil das natürlich die Margen der Unternehmen frisst, wenn die Preise so stark steigen, stärker steigen als die Verbraucherpreise, die sie haben, die sie selbst haben, dann entstehen Margenprobleme. Dann wiederum muss man sich fragen, sind die Unternehmen nicht ein bisschen teuer, wenn jetzt absehbar ist, dass die Marge sich verschlechtert. Aber gut, wir sehen auf der anderen Seite, dass nämlich der Anteil derjenigen Aktien, die vorwiegend auf Liquidität reagieren, immer mehr steigt, während die Aktien, die auf Wachstum, ökonomisches Wachstum reagieren, immer stärker fällt. Klar ist ja eh ein einziges Casino über Liquidität. Das ist das, was entscheidet. Wen interessiert noch Wirtschaft, Geld? Wen interessieren noch Zahlen? Nein, wir haben ja die Bilanzen. Und wir sehen jetzt den S&P 500, by the way, langfristig gesehen, also seit der Finanzkrise, jetzt praktisch am oberen Trendkanal. Da ist jetzt praktisch eine sehr wichtige Hürde. Auf der anderen Seite im kurzen Zeitfenster, also seit März 2020, seit dem Corona-Crash, sind wir jetzt genau an dem Aufwärtstrend, an der unteren Kante desselben. Wenn wir da durchfallen, könnte es unschön werden. Also übergeordnet am oberen Kanal
im kurzen Zeitfenster am unteren Kanal. Sie verstehen, was ich meine. Also Sie müssen ja immer die Zeitebenen, gell, im Casino im Blick halten. Aber ich habe eine gute Nachricht. Aktien sind so günstig wie noch nie im Vergleich zu Junkbonds, also zu Unternehmensanleihen, die eh totaler Schrott sind, aber praktisch sogar negativ rentieren, wenn man die Inflation einmal abzieht. Nein? Also noch teurer wären dann praktisch die Junkbonds. Vielleicht könnte die EZB und so vielleicht noch ein paar Junkbonds kaufen, gell? Ist einmal ein Vorschlag. Na, Frau Schnabel, konstruktiv, ich bin ja konstruktiv, gell? Vielleicht kommt dann der Marcel Fratscher bald in die EZB und dann könnte man ja noch andere Sachen kaufen. Heute wurden zum Beispiel Kryptowährungen gekauft aufgrund einer Fake News, die Hacker platziert hatten, indem man nämlich eine Nachricht rausgeschickt hat, ja, es gibt eine Kooperation zwischen Walmart und Litecoin. Walmart, dieser Handelsgigant aus den USA, würde jetzt erlauben, dass die Kunden in Litecoin bezahlen können. Daraufhin alle Kryptowährungen nach oben, Bitcoin, Litecoin, wie sie auch alle heißen, bevor dann klar wurde, das war Fake, dann wieder alle Kryptowährungen nach unten. Auch das ein Lehrstück aus Afghanistan. Nicht Afghanistan, da gibt es auch absurde Sachen, aber aus Absurdistan. Und wenn Sie sich interessieren, was genau da passiert ist von diesen beiden deutschen Vertretern in Absurdistan, dann verlinke ich diese beiden Artikel, die wir darüber geschrieben haben, unter das Video. Rentenversicherung, Olaf Scholz mit Skandalaussagen, hat mein Kollege geschrieben, gell, der ist immer so ein bisschen hart in der Headline-Formulierung. Und die EZB-Direktorin Isabel Schnabel erklärt die rosarote Zins- und Inflationswelt der Notenbanker. Unbedingt lesen, meine Damen und Herren, das macht Spaß jetzt, sage ich. Servus und ciao.